herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich sitze auch schon vor der Kulisse, um die es heute geht. Und zwar sitze ich auf dem Stuhl, der noch ausgetauscht wird, vor meiner Schminksammlung, also meinem Schminktisch mit meiner Schminksammlung, und die Nagellacke stehen da auch noch. Ich bin ja vor ein paar Monaten hier in diese Wohnung gezogen und ihr habt sie ja hier und da schon ein bisschen gesehen und die komplette Roomtour wird kommen. Und ich habe mir hier in so einer Ecke, in so einer Nische vorm Fenster, es ist dunkel, deswegen sind die Rollladen jetzt auch unten, meine eigene Schminkecke aufgebaut. Ich habe hier, was ihr auch noch gleich sehen werdet, noch so ein IKEA-Regal. Ich glaube, das ist von Malm mit so einem Spiegel oben drin. Und dann den Schminktisch, den fast alle YouTuber haben, den ich auch schon unbedingt immer mal haben wollte, auch von IKEA. Und ich habe mir hier, wie gesagt, mein eigenes kleines Eckchen aufgebaut und in den letzten Monaten hat sich dann auch irgendwie ein bisschen Schminke angesammelt und deswegen zeige ich euch heute meine Schminkecke, meinen Schminktisch, wie ich ihn aufbaue, plus meine Schminksammlung. Ich habe schon mal, als ich in meiner früheren Wohnung gewohnt habe, eine kleine Schminksammlung gedreht. Da könnt ihr ja, wenn ihr wollt, einen Vergleich machen und sehen, bei welchen Produkten ich geblieben bin und bei welchen nicht, was neu dazugekommen ist und was nicht. Da hatte ich jedoch keinen richtigen Schminktisch, weil dafür war kein Platz. Und ja, ich würde sagen, let's get started. So, dann fangen wir mal an mit meiner Schminkecke. Ich zeige euch gleich hier den Tisch, aber wir fangen jetzt mal an mit meinem Fensterbrett, weil das habe ich einfach auch vollgestellt. Und zwar habe ich hier hinterm Vorhang in der Ecke eigentlich nicht mehr so viel stehen. So ein Schmuckständer, wo ich aber den Schmuck kaum benutze, meine Ballettschuhe, die ich früher getragen habe, also meine ersten und einzigen Spitzenschuhe. Das hier finde ich total praktisch, das habe ich mir selber ausgedacht. Das ist dieser Blumentopf von IKEA, den ich hier auch in mehrfacher Ausführung habe. Und zwar ist es mein Mini-Mülleimer, wo ich morgens halt Tücher reinmache, die ich jetzt nicht jedes Mal in den Mülleimer tragen will. Und das Ding leere ich dann immer fleißig aus. Dann habe ich hier meine Nagellacke und hier meinen neuen Tangle-Teaser. Ich habe mir jetzt mal einen neuen gegönnt. Ja, Nagellacksammlung findet ihr in der Infobox. Habe ich schon mal gedreht. Ich habe aber jetzt zwei von diesen netten Behältnissen. Die gibt es bei Nanunana. Hier habe ich meine ganzen Pinsel drin. Dann habe ich hier meine Eyeliner-Kajalstifte und meine Wimpernzange. Und da habe ich dann so Haarprodukte. Also das sind Haarklammern und hauptsächlich Haargummis. Da habe ich mal so eine 10.000 Packungen bei Primark gekauft, die sind da alle drin. Dann geht es hier weiter mit meinen Lippenstiften, da bin ich noch nicht ganz zufrieden. Was das ist, erkläre ich euch gleich. Da bin ich noch nicht ganz zufrieden mit der Aufbewahrung, weil ich nicht so viele Lippenstifte habe. Also ich habe noch mehr, aber das sind eher Lipglosse und halt so Lipcreams und die haben nicht das Format, dass sie hier reinpassen und ich habe halt einfach auch sehr viele verschiedene. Das heißt, hier seht ihr den ersten Teil meiner Lippenstiftsammlung und hier eigentlich nur meine 6 MAC Lippenstifte und dann nochmal 2 von Trended Up, glaube ich. Und das hier sind so querbeet Lippenstifte. Wie gesagt, ich bin da noch nicht so ganz zufrieden. Das hier sieht auch relativ leer aus, also ich habe noch Platz für Neues. Das hier ist ein Lippenpeeling, was ich sehr gerne mag. Und dann habe ich hier noch so 4 Fächer. Hier links habe ich lauter Parfümproben. Ich bin sehr, sehr pingelig, was Parfüm angeht. Und bei Douglas bestelle ich mir immer Parfümproben mit. Mein jetziges Parfüm ist leer, deswegen benutze ich gerade alle wieder durch. Also ich probiere alle durch und wenn ich dann eins finde, was mir richtig gut gefällt, dann kaufe ich mir das auch. Dann hier habe ich eigentlich nichts wirklich Besonderes drin, das sind auch so Proben. Dieses Behältnis findet ihr übrigens auf Amazon, verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Das hier ist auch relativ leer, hier sind nur so ein paar Mini-Haargummis und dann mein Spitzer. Und dieses Ding hier ist zum Haare entfernen, falls ihr es noch nicht kennt. Ich glaube, ich habe es bei Ishta gesehen und das gibt es bei Amazon. Kann ich euch auch gerne unten verlinken. Damit könnt ihr ganz gut eure Haare rausreißen im Gesicht. Das dreht man dann so komisch, tut auch relativ weh, aber ist relativ effektiv. Und das ist jetzt so mein Fensterbrett. Ich gebe euch noch mal einen kurzen Überblick, wie ich es mir hier sortiert habe. So eine kleine Lichterkette noch dahinter. Die gibt es auch von Amazon. Kann ich euch auch gerne verlinken. Und dann würde ich sagen, machen wir mal diese Schublade auf. So, wir fangen jetzt mal hier rechts an bei meinem Schminktisch und gehen dann so nach links rüber. Diese Behältnisse sind auch von IKEA. Die habe ich ewig lang nicht gehabt, weil es die in München nicht gab. Die waren in beiden IKEAs ausverkauft. Eine nette Arbeitskollegin von mir hat sie mir dann
aus Augsburg mitgebracht, weil da gab es die und die sind total günstig. Die kosten 2,99 €. Ich habe noch eins übrig, weil ich dachte, ich brauche drei, aber hier passen nur zwei rein. Hier drüben habe ich so mehreres Zeug. Also hier ist mein Setting Spray von Urban Decay, viel zu teuer, gerade nachgekauft. Und hier sind dann noch so Primer und so BB-Creams, die ich aber eigentlich nicht benutze. Den einzigen Primer, den ich benutze, zurzeit aber irgendwie nicht, weil ich nicht auf Primer stehe, ist der hier von Inglot. Den solltet ihr von meinen Videos auch schon kennen. Und den hier von Catrice, den Prime and Fine, finde ich eigentlich auch ganz gut. Und das restliche hier benutze ich eigentlich kaum. Also hier, die ist mir viel zu dunkel. Die hier auch hat mir meine Freundin gegeben. Könnte ich eigentlich wieder zurückgeben, aber ich glaube, sie braucht es nicht. Den hier dachte ich, der ist super von NYX, aber leider ist es nicht. Finde ich. Ich finde den ein bisschen komisch, weil der so gelartig ist. Dann hatte ich mir hier von NYX so einen Wonderstick gekauft. Das ist Highlighter und Konturierstift. Aber irgendwie komme ich mit Stiften nicht so klar, weil ich jetzt nicht so der Held im Verblenden bin. Und dann hier noch so ein Catrice Prime and Fine Anti-Cover, Anti-Red Cover Stick. Den finde ich nicht so gut. Den könnte ich eigentlich auch wegschmeißen. Aber ihr wisst ja, wie das manchmal ist. Wenn man Platz hat, dann hat man Platz. Dann habe ich euch ja versprochen, ich habe noch ein paar mehr Lippenstifte. Hier unten habe ich meine Lip Liner, wovon ich sagen muss, dass ich nicht viel Lippenstift trage und deswegen auch nicht viele Lip Liner. Ich habe aber so ein paar und mein absoluter Liebling. Und zwar ist das hier einer von NYX, die Nummer 02. Den finde ich wirklich super, weil der sehr gut gleitet auf den Lippen. Kann man aber auch nicht gerade dünn nachziehen. Und dann habe ich hier noch einen von Manhattan. Das ist die Nummer 58M. Den finde ich auch ganz gut, weil der auch relativ weich ist. Ich mag das nicht, wenn Lip Liner hart sind, aber ich glaube, das mag niemand. Dann habe ich hier hinten noch ganz viele Lipglosse, Lip Creams. Ja, hauptsächlich das. Also ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Was ich euch sagen kann, ich habe mir ganz viele NYX Lippenprodukte gekauft. Und bin leider gar nicht zufrieden. Also für das Geld verlange ich, dass der nicht so schmiert. Also die trocknen relativ aus. Wie gesagt, den, ich glaube, den habe ich erst einmal ausprobiert. Aber die hier, also diese Lip Creams trocknen relativ schnell aus und laufen in die Fältchen und lassen sich nicht gut auftragen, weil sie so schmierig sind. Und sonst habe ich hier noch von Essence diese Matte Matte Matte. Die finde ich ganz okay, also sind jetzt von der Qualität her nicht viel besser als NYX, aber natürlich 10-mal so günstig. Und was ich aber wirklich gut finde, sind diese Lipglosse von Trended Up. Die sind schön cremig, trocknen nicht aus. Und sonst habe ich hier noch so ein paar Einzeldinger. Was habe ich hier? Einen von Astor. Ich bin halt nicht so der Lippenstift-Fan. Ich kaufe mir aber gerne Lippenstifte. Ich weiß nicht wieso. Ich habe auch jetzt nicht so die perfekte Lippenform, weil sie relativ schmal sind. Und deswegen bin ich einfach nicht so der Lippentyp. Aber Hauptsache, man hat die Sachen hier im Kästchen drin, ne? Ja, dann hier hinten ist noch so ein kleines Fach, da passt nicht so viel rein. Da habe ich mir hier mal so einen Riesenbronzer gekauft, der viel zu dunkel ist für meine Hautfarbe. Und ich den deswegen nicht benutze, aber zu schön zum Wegschmeißen. Und dann habe ich noch so ein Puder von Bare Minerals. Das habe ich auch schon relativ lange und jetzt, wo ich es mir da so anschaue, denke ich mir, sollte ich es auch mal wieder benutzen. Aber ihr wisst es ja, man hat immer so Phasen, dann benutzt man dann immer das Gleiche, ne? Dann habe ich hier Puder. Einmal von Catrice Prime and Fine. Das finde ich ganz gut, ist relativ hell. Dann habe ich hier mein ältestes Puder, glaube ich, ever. Ist auch schon fast leer. Ist auch eher was für den Sommer. Dann habe ich hier ein Puder von MAC. Von dem bin ich jetzt aber nicht der größte Fan. Ist auch schon relativ leer. Das habe ich, das glaube ich, war mein erstes MAC-Produkt. Da bin ich jetzt nicht so der größte Fan von, weil irgendwie, es ist schon fast leer, aber da kommt irgendwie hier nichts mehr. Das ist schon entweder zu alt und vertrocknet oder das Produkt ist einfach nicht so gut. Deswegen benutze ich das nicht so oft. Dann habe ich hier ein Puder, was ich eigentlich ganz gut finde, was aber schon fast leer ist. Und so rauspulen mag ich irgendwie nicht. Das ist hier das von Essence All About Matte. Das ist einfach weiß, dieses Puder. Also das ist wirklich ein super Puder. Und was ich gerade benutze, was ich neu entdeckt habe, P2 Nearly Nude Compact Powder Anti-Shine Effekt. Und das kann ich wirklich bestätigen. Also das ist ein super Puder, da kommt gut was ab. Passt gut zu meiner Hautfarbe und mattiert wirklich und lässt meine Haut nicht so krass nachfetten. Nummer 010 Nude Feather. Und dann habe ich hier noch mein Schätzchen drinnen.
Und zwar ist das hier mein Mary Luminizer. Und der ist wirklich jeden Cent wert. Also ich verlinke euch den wirklich mit größter Empfehlung in die Infobox. Gibt es bei Amazon für ungefähr 20 Euro, 22 oder so. Und der ist so geil, Leute. Schaut euch diesen Schimmer an. Ich liebe den. Ich trage den jeden Tag. So, dann kommen wir jetzt mal zum mittleren Fach. Oder hier geht es eigentlich schon los. Hier habe ich meine Foundations und meine Concealer. Ich habe 5 Foundations, die stelle ich euch mal kurz vor. Hier ist eine, die ist schon sehr, sehr alt, die L'Oreal Perfect Match. Also die habe ich schon ewig, benutze ich auch nicht, keine Ahnung. Dann habe ich hier von P2 ein Make-up, das habe ich relativ neu, aber ich fand das, glaube ich, nicht so gut, als ich das jetzt probiert habe. Dann habe ich hier eins, das habe ich letztes Jahr hauptsächlich benutzt, weil ich eine sehr, 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 sehr schlechte Haut hatte. Die mich schon länger verfolgen oder letztes Jahr gesehen haben, wissen das. Diese Foundation von Estee Lauder kostet ungefähr 50 Euro und deckt extrem. Ich habe auf Douglas eine Foundation gesucht mit sehr, sehr hoher Deckkraft und ich habe diese gefunden. Das Einzige, was halt ein bisschen blöd ist, ist, dass die keinen Pumpspender hat. Das heißt, man muss es sich so aufs Handgelenk geben, aber das mache ich sowieso. Deswegen ist mir das relativ egal. Also wenn ihr eine sehr hohe Deckkraft sucht, kann ich euch die absolut empfehlen. Man sieht, dass ihr Make-up drauf habt, wenn ihr sie tragt, aber sie deckt alles ab. Dann habe ich ein Make-up, das solltet ihr von mir auch schon kennen, das ist von Inglot. Das ist eigentlich ganz gut, hat so eine leichte Deckkraft, kann man aber schichten. Und was ich halt an Inglot-Make-ups so gut finde, ist, dass die einfach alle möglichen Farben haben. Also das ist eine so helle Farbe, dass, also da könnt ihr wirklich schneeweiß sein, das ist super. Das ist die Farbe LW100. Also wenn ihr ein Inglot bei euch habt und immer Probleme habt, weil ihr helle Haut habt, Empfehlung. Und dann als letztes diese Catrice Foundation HD HD Liquid Coverage Foundation. Die benutze ich zurzeit jeden Tag in der Farbe 010 Light Beige. Ich bin sehr überzeugt von der. Ich finde die wirklich super für den Preis. Die kostet ein paar Euro. Die hat hier so eine komische Pipette. Das ist ein bisschen nervig manchmal, aber ist in Ordnung. Damit kann man es gut dosieren. Und absolute Weiterempfehlung. Ich benutze dieses Make-up zurzeit jeden Tag. Dann habe ich fast genauso viele Concealer. Es sind 4, wovon ich aber momentan nur 2 benutze. Ich habe hier einen von Manhattan, der heißt Wake Up Concealer in der Farbe 1, glaube ich, 001. Sieht man nicht mehr so gut. Den benutze ich eigentlich nicht. Dann habe ich hier einen von Inglot. Ich finde den okay. Er passt jetzt nicht zu 100% zu meinem Hautton, deswegen benutze ich ihn auch nicht. Und das hier sind eigentlich seit Jahren meine Go-To-Farben. Also ich weiß nicht, ob ihr da den Farbunterschied seht. Das hier ist eine sehr helle Farbe von der Liquid Camouflage, die 010 Porzellan. Den benutze ich unter meinen Augen zum Highlighten so ein bisschen. Und das hier NC20 ist ein Concealer von MAC. Den benutze ich seit 1 Trilliarde Jahren. Also das ist immer noch der gleiche. Der kostet, glaube ich, so 20, 25 Euro. Aber der ist echt super, hat eine richtig gute Deckkraft und mit dem decke ich mir meine Pickel ab. Dann gehen wir einfach weiter, gehen wir vielleicht mal erst ins Hintere. Hier habe ich meine Mascaras und meine Augenbrauenprodukte. Fangen wir vielleicht mit meinen Augenbrauenprodukten an. Ich habe hier so ein Set von NYX, so ein Puder, das habe ich früher immer benutzt. Natürlich die hellere Farbe, nicht die dunklere, benutze ich zurzeit nicht. Dann habe ich hier so einen Stift, den habe ich früher auch gut benutzt. Wie man sieht, ist der ein bisschen kürzer als normal. Mit einer Bürste auf der einen Seite und einem Stift auf der anderen Seite von L'Oreal ist der. Der hat nicht so ganz perfekt zu meiner Größe gepasst, zu meiner Farbe gepasst. Und deswegen benutze ich den auch nicht mehr. Dann habe ich hier zweimal das gleiche Augenbrauengel. Ich dachte, ich habe es nicht mehr und ich wollte was günstigeres zu dem Benefit Gimme Brow. Und dann habe ich mir das gekauft. Aber im Endeffekt hat der einfach hier ein viel zu großes Bürstchen. Ich komme damit gar nicht klar. Also, und dann habe ich es mir auch noch nachgekauft, weil ich dachte, ich habe es nicht mehr. Deswegen für schlechte Zeiten. Und das hier ist mein aktuelles Set. Also ich benutze seit 3 Nachkäufen den Brow Wiz von Anastasia Beverly Hills. Der hat hier auf der einen Seite einen sehr, 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 sehr dünnen Stift und auf der anderen Seite ein Bürstchen, das auch sehr dünn ist, mit dem man super gut arbeiten kann. Dieses Produkt ist schweineteuer, kostet 28,99 € bei Douglas, also man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann in der neuen Verpackung der Gimme Brow von Benefit, das Bürstchen ist auch ein bisschen anders, ich würde sagen ein bisschen kleiner und dünner. Und ja,
auch nicht gerade günstig, aber ein super Augenbrauengel, deswegen wird es immer nachgekauft. Dann habe ich hier 4 Mascaras. Das hier ist so eine Probe von Urban Decay, war irgendwo mit dabei. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube, ich habe die auch noch nie ausprobiert. Die hat ein Riesenbürstchen. Deswegen kann ich zu der nicht so viel sagen. Dann habe ich die The Real von Benefit. Das ist meine Non-Waterproof Mascara, die ich wirklich super finde. Natürlich auch nicht gerade günstig, aber ich benutze eigentlich lieber gerne wasserfeste Wimperntusche. Aber wenn ich unterwegs bin, draußen bin, arbeiten bin, benutze ich eigentlich diese hier. Und aus Versehen habe ich mir diese gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied seht. Ich kaufe mir seit, glaube ich, 10 Jahren diese Mascara. Wer meine Videos guckt, weiß das. Und ich liebe diese Mascara. Und ich habe ins falsche Regal gegriffen. Also, ich finde, die sehen sich sowas von ähnlich. Und die heißen auch beide The Colossal. Bloß die eine heißt Go Extreme und die andere halt nicht. Und ich habe das in der Schnelle, wo ich eine Mascara kaufen wollte, nicht gesehen. Und jetzt habe ich mir aus Versehen die falsche Mascara gekauft. Im Endeffekt sind sie beide waterproof, aber die hier hat ein anderes Bürstchen als die hier und ich mag die hier eigentlich echt lieber. Besonders diese hier finde ich für die unteren Wimpern einfach viel zu groß. Das ist ein riesen Bürstchen. Wie soll ich mich denn da bitte mit meinen unteren Wimpern beschäftigen? Also jetzt mache ich es halt so, weil die eigentlich leer ist, dass ich mir mit dieser Bürste die oberen Wimpern tusche und mit dieser die unteren Wimpern. Und wenn das dann alles leer ist, werde ich beim nächsten Mal oder in Zukunft darauf achten, dass ich nur noch diese hier kaufe. So, dann kommen wir jetzt mal zu diesem Fach hier. Hier sind mehrere Sachen drin. Also das ist so ein Rouge-Fach, würde ich sagen. Das hier habe ich mal gewonnen, ist so ein Eyeliner-Cream. Ich wollte es jetzt nicht wegwerfen, deswegen lasse ich es jetzt mal. Das hier ist von Maybelline, so ein Eyeliner-Gel. Komme ich nicht so gut klar, wollte ich mal ausprobieren. Vielleicht will ich es irgendwann mal wieder ausprobieren. Dann habe ich hier mini kleine Mini-Haargummis. Dann von Inglot einen Blush, der auch ganz gut ist, der aber relativ groß ist und nirgendwo anders reinpasst. Dann habe ich hier künstliche Wimpern, die ich auch nicht oft benutze. Dann meine geliebte Naked Basics Palette, die ich mir bald mal nachkaufen muss, weil ihr sehen könnt, die in der Mitte sind eigentlich so gut wie leer. Die anderen, ja, ist irgendwie doof, sich wegen 2 Farben von 6 eine neue Palette zu kaufen, besonders weil die, glaube ich, auch wieder 30 Euro kostet. Aber naja. Und dann habe ich hier noch hier von Inglot dieses Set, was ihr vielleicht aus meinem vorherigen Video von Inglot kennt. Einmal hier ein Puder und einmal hier, was ich zurzeit nicht benutze. Und dann dieses Konturierpuder. Also das hier benutze ich über dem Concealer unter meinen Augen zum Setten. Und das hier ist mein absolutes Lieblingsprodukt von Inglot. Das ist ein Konturierpuder und ich liebe es über alles. Und das hier ist ja diese Magnettechnik und man kann sich die Sachen dann auch austauschen lassen. Das heißt, man muss das hier nur einmal kaufen und kann sich die hier dann austauschen lassen bei Inglot. Und das benutze ich auch jeden Tag. Dann rutschen wir auch schon einfach weiter. Hier unten in der Ecke ist nicht so spannend, weil das alles Blushes sind, die jetzt nicht hier in meine schöne Vorlage reinpassen und die ich auch nicht benutze. Also ich habe hier ein Set von Sleek, was ich total beschissen finde. Also von der Pigmentierung her okay, aber diese Fächer hier sind so klein. Welcher Pinsel passt denn da rein? Also schaut mal, das hier ist mein Finger und ein Pinsel, also mein Konturierpinsel ist das hier. Der ist jetzt schon nicht riesengroß, also das ist wirklich eng und dann kommst du in den Blush rein und das ist alles andere als praktisch, deswegen benutze ich das nie. Dann habe ich hier einen Blush, das eigentlich auch ganz gut ist, aber mir halt gerade einfach nicht so gefällt. Ist hier von Essence, Good Girl, Bad Girl, war glaube ich mal eine Limited Edition. Und dann habe ich noch 2 Blushes hier von Maybelline, einmal die Farbe 77 Rosé und einmal 62 Rosewood. Sind ganz okay, benutze ich aber gerade nicht, weil, keine Ahnung, ich andere Blushes besser finde. Dann machen wir mal bei den Blushes weiter, weil das ist eigentlich nicht so spannend hier. Das können wir gleich machen. Bleiben wir erstmal, wie gesagt, bei den Blushes. Da habe ich mir dann hier nochmal so ein kleines Set gekauft von Amazon. Wenn ich es finde, verlinke ich es euch nochmal. Blöderweise passt halt da nicht so jede
jeder Blush rein von der Form her. Der ist aber eher in so einem Goldton, der heißt Trace Gold und den finde ich wirklich super. Ist eher was für den Winter meiner Meinung nach, weil der eigentlich auch konturieren könnte, so dunkel wie er ist, aber er hat Glitzerpartikel drin, deswegen sollte man sich vielleicht nicht sein ganzes Gesicht damit konturieren. Dann mein absoluter Favorit seit kurzem ist dieser Blush hier von NYX, der heißt 09 Journey Periple. Keine Ahnung. Der hat hier auch noch so ein süßes Schleifchen. Also ich bin total verliebt in diesen Blush. Das ist so ein richtig schöner Peach-Ton. Also mein absolutes Lieblingsprodukt von NYX. Dann hier ist es umgefallen. Habe ich noch zwei Blushes von Catrice. Der hier ist mir viel zu pink. Richtig, also nicht gut. Und den hier finde ich eigentlich ganz schön. Diesen hier, der hat die Nummer 80 Sunrose Avenue und der andere Pinkerbell. Und dann habe ich hier noch einen Blush von Essence, der heißt Silky Touch Blush in der Nummer 90 Summer Dreaming. Und dann hat sich hier hinten noch ein Blush versteckt, der ist von Kiko Nummer 109. Den habe ich schon seit 100 Jahren, ist auch eigentlich ein ganz schöner Blush. Aber ich habe nicht mehr so viel von Kiko, irgendwie bin ich nicht mehr so überzeugt von denen. Früher hatte ich ganz viel, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Dann habe ich hier noch drei kleine Produkte, die keine Blushes sind. Und zwar einmal hier ein Lidschatten in der Nummer 36. Ich weiß nicht, ob das hier die Nummer sein soll. Auf jeden Fall von Make-up Factory. Ist, glaube ich, eine Marke von Müller. Und das ist so ein richtig schöner Goldton mit Glitzer drin. Also der ist schön. Mag ich gerne. Und dann von P2 habe ich noch zwei Highlighter. Eyes and Cheeks. Die benutze ich aber eher für Eyes, für den Augeninnenwinkel. Einmal in der Farbe 21 High Beam und einmal in der 10 High Shine. Die mag ich wirklich total gerne, also kann ich empfehlen. Den hier benutze ich jeden Tag. Den hier ein bisschen weniger, einfach weil mir der ein bisschen besser gefällt. Aber sind beide wirklich tolle Highlighter. Dann gehen wir nochmal schnell zurück in dieses Fach. Das ist auch so ein kleines Mischmasch-Fach. Und zwar habe ich hier zwei Wimpernserums. Das hier habe ich früher immer. Ich tue mal das hier weg. Das habe ich früher immer benutzt, hat ein bisschen was gebracht, nicht so viel von Balea. Ich meine, kostet nicht viel, was soll man da erwarten? Und das von Catrice habe ich zwei- oder dreimal benutzt, hat aber immer gebrannt beim Auftragen. Deswegen habe ich es jetzt nicht weiter benutzt, aber sollte ich mal wieder ausprobieren. Dann habe ich hier ja, so Schwämmchen, Make-up-Schwämmchen. Die zwei hier gibt es gerade in einem Set bei Primark. Den hier habe ich schon ewig, das ist dieses Ebeline Make-up Eye. Also ich habe nicht das Originale. Aber ich bin einfach kein Blender-Fan. Ich mache lieber alles mit Pinseln. Deswegen sind die da drinnen. Das hier ist so zum Abpudern für To-Go. Habe ich noch nie benutzt, wie ihr seht. Und dann habe ich noch zwei Lidschatten-Bases. Einmal von Urban Decay, wie ihr seht. Ich quetsche alles raus, was noch geht. Und dann den von Catrice. So, dann kommen wir jetzt in die letzte Ecke. Hier habe ich so ein Haarband, einfach um die Haare aus dem Gesicht zu haben, benutze ich manchmal, nicht immer. Und dann habe ich hier noch meine Tücher, die ich jeden Morgen benutze, um mir die Hände abzuwaschen, weil ich mich ja auch ein bisschen mit den Händen schminke. Und da benutze ich dann diesen Mülleimer, den ihr gesehen habt. Und dann verstecken sich hier all meine Lidschattenpaletten. Hier sind auch Feuchttücher, die ich nicht benutze. Und zwar ist hier hinten noch ein bisschen Platz, um Lidschattenpaletten zu verstecken. So, das sind alles meine Lidschattenpaletten. Ich habe hier von W7, wie ihr wisst, bin ich ein großer Fan, habe genug Videos dazu gedreht, die The Cheeky Trio, wovon ich den Ton ganz gut finde, den so mittel und den nicht so gut. Dann eine Palette, die ich nicht so gut finde, The Bronze Queen heißt die von W7. Einfach irgendwie, die Farben sagen mir nicht so zu. Ich glaube, dieser Goldton hier hat es mir angetan, aber das ist ein bisschen bröckelig und die kann ich nicht weiterempfehlen, die finde ich nicht so gut. Dann habe ich eine relativ neue hier, die heißt Up in Smoke, also In the Light, Up in Smoke. Die benutze ich auch nicht so oft, weil sie mir nicht so gut gefällt. Schade, schade, schade. Außerdem hat sie dieses neue Design und das mag ich nicht. Dann eine Palette, die wirklich super ist, ist ja auch schon ein bisschen älter, die In the Nude. Ist, wie jeder weiß, ein Dupe von The Naked. Ich kann es euch ja mal so gegeneinander halten. Das ist schon relativ ähnlich. Ich verlinke euch gerne alle W7 Paletten unten in der Infobox. Schaut mal vorbei, die gibt es so günstig bei Amazon. Also wer sich keine Naked leisten kann oder leisten möchte, so wie ich, weil das war ein Weihnachtsgeschenk, dann sind das wirklich gute Alternativen. Die In the Nude habe ich. Dann habe ich die In the Buff. Ist, glaube ich, zur Naked 1.
das Dupe, bin mir nicht ganz sicher. Die habe ich leider nicht, die Naked 1. Ja, auch tolle Palette, finde ich wirklich super. Benutze ich aber zurzeit eher weniger, weil ich gerade auf andere Farben stehe. Dann haben wir die W7 in the Night. Das ist auch eine schöne Palette. Ist halt eher auch zum Ausgehen. Also sind tolle Farben drin hier mit dem Lila, aber für den Alltag ist das nichts. Deswegen benutze ich die auch nicht so oft. Und dann die drei Paletten, die ich zurzeit am öftesten benutze. Das ist eine sehr, sehr neue Palette von W7. Die heißt Beat It. Beat It. Die finde ich ganz toll. Also die hat ganz tolle Farben drin. Die sind eigentlich bis auf drei alle Glitzerfarben und die sind richtig, richtig toll. Also ich benutze am liebsten die da, den da und den da. Also die sind wirklich eigentlich alle toll. Ganz tolle Palette, verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Schaut sie euch mal an und bestellt sie euch, wenn ihr Lust habt. Auch wieder ganz günstig, ich glaube 8 Euro oder so. Dann benutze ich auch sehr gerne einen Ton aus der Lightly Toasted und zwar den goldenen hier, weil der ist richtig gut pigmentiert und ich liebe den über alles. Heute übrigens die beiden hier getragen, also dieser Rotton. Also auch richtig, richtig toll. Also hier seht, ich habe gleich voll die bunten Hände. Ganz, 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 ganz tolle Palette auch. Und natürlich meine heißgeliebte Naked 3, die ich auch sehr gerne benutze. Hier ist auch ein goldener Ton drin, den ich aber nicht so gut finde wie den von Lightly Toasted. Dann benutze ich gerne die hier vorne, den da. Der hier ist auch einer meiner Favoriten und ja, wie gesagt, habe ich letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen von Oma und Opa. Ja, dann sind wir mit der Ecke hier eigentlich auch schon wieder fertig. Die kann ich auch mal hier wieder nach vorne holen. Und dann zeige ich euch noch ganz kurz meine Kommode mit dem Spiegel drin, was genau an meiner Schminkecke steht. Ist jetzt nicht so spannend, aber zeige ich euch zum Abschluss auch noch. So, dann sind wir jetzt beim letzten Programmpunkt angelangt bei dieser Kommode hier. Die habe ich auch von IKEA, ist halt diese von Malm und die hat hier oben einen Spiegel drin zum Aufklappen. Aber erstmal hier habe ich noch ein bisschen Schmuck hängen, meine Ohrringe. Ich bin jetzt nicht so der Schmuckfan, ist auch alles kein echter Schmuck. Und ja, hier die Ketten, Armbänder, Ohrringe, das war's. Also nicht so spannend. Und dann kann man, wie gesagt, hier einen Spiegel aufklappen. Hallo. Und hier sind meine Ketten drin, die ich habe als Geschenk oder selbst gekauft. Hauptsächlich halt große Ketten. Dann hier oben in der allerersten Schublade, die ist relativ dünn, habe ich von der Wohnung Stoffmuster, ja, und die Wandfarbe. Und mein Freund und ich bewahren hier unsere Uhren auf. Wir haben beide jetzt nicht 100 Uhren jeder, deswegen passt es hier eigentlich ganz gut rein. In der zweiten Etage hier seht ihr nicht viel, außer eine Micro-SD-Karte, eine SD-Karte und meinen alten Tangle-Teaser. Diese Schublade ist auch so ein bisschen provisorisch. Hier ist meine Vlogging-Kamera und das Aufladegerät. Hier noch ein Kabel zum Filmen, dann noch da Kosmetiktücher, falls die hier leer werden und eine leere Box. Hier ist dann eigentlich nur Sportwäsche, Gürtel und nichts. Und in den unteren zwei Fächern habe ich eigentlich nur Medikamente. Das ist so unser Medikamentenschrank. Und da sind eigentlich nur so Kuschsachen. Also nichts mehr, was mit dem Schminken eigentlich zu tun hat. Also wie ihr seht, auch hier ist noch ganz, ganz, ganz viel Platz für Neues. So, dann war es das jetzt auch wieder mit meiner Schminksammlung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt ja meine Nagellacke auch so ein bisschen gesehen. Dazu habe ich aber mal ein extra Video gedreht. Das ist auch unten in der Infobox verlinkt, falls euch meine Nagellacke interessieren. Ich habe jetzt aber zwei Ständer und das heißt, da ist noch auf jeden Fall Platz für mehr. Und ja, dann vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir noch unbedingt in die Kommentare, welche Schminkprodukte ihr davon auch habt. Das würde mich mal total interessieren. Oder ob ihr ein Produkt habt, auf das ihr total schwört, was ihr mir richtig gut empfehlen könnt. Und ja, dann vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, schönes Wochenende, wann immer ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!